Ja, servus die Mauern und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr an den Bildern gesehen habt, ich bin bei der Donau hier unten. Da ist eigentlich die Hölle los. So wie du sehen könnt, da hinten ist das Platzl, wo ich unter den schönen Ast war, wo ich damals abgebrochen habe, weil mein Freund angerufen habe. Ich habe mir gedacht, ich schaue heute einmal runter. War eigentlich eh alles verboten, es ist alles angesperrt, ich bin aber zu Fuß hergegangen. Echt trockenen Fuß ist es auch. Es ist einfach nur gigantisch, was da los ist. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja, ich schaue jetzt einmal da vorne zu dem Bangerl mit dem Tisch. Ich habe mir ein bisschen was zum Essen mitgenommen, ich habe nicht gewusst, geht's nicht. Das liegt dort ein bisschen hoch und ich hoffe, da haben wir ein bisschen eine Chance. Aber zuerst schauen wir mal da oben von dem kleinen Übergang, was da für Wassermassen sind. Einfach nur gewaltig, was da für Wassermassen waren. Sie geht zum Glück schon zurück, die Donau. Ich schaue dann in der App nach, wie viel wir schon gesunken sind, aber ich glaube, sie ist um einen guten Meter schon zurückgegangen. Aber es ist ein Wahnsinn. Selbst da bei der Bank alles unter Wasser gestanden. Das ist echt gewaltig. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So, ich habe mir es einmal gemütlich gemacht da. Irgendwo schreit da die ganze Zeit ein Bussard. Sehe ich noch aber nicht fliegen. Ja, was habe ich heute vor? Ich habe mir ein paar so Speckwürfeln quasi ins Pfandl. Zwei Eier habe ich mit, quasi gibt es ein Eierspeck mit Speckwürfeln. Und das Ganze machen wir heute auch am Gas diesmal. Und ja, das rieche ich mir jetzt einmal gleich her und dann habe ich noch ein bisschen Paprika mit und ein paar Radieschen, die werden wir dann auch noch reinschneiden. Mal schön ein bisschen zusammenschneiden. So, da kommen jetzt noch die zwei Eierchen rein. Jetzt müssen wir natürlich ohne Schalen. So, ich würde sagen, das ist okay. Spezialmischung. Und natürlich auch noch das Gesunde. Ein bisschen was ich mir abwaschen, dann macht nichts. Zu viel gesund ist eh nicht gut. So Freunde, ich lasse mir es aber jetzt schmecken. Ich sage einmal Mahlzeit. Ja Freunde, gegessen habe ich. Alles verputzt. Jetzt gibt es einmal einen Kaffee. Und heute habe ich einmal nicht die Nanopresso dabei. Heute habe ich einmal wieder meine Bialetti. Die kommt heute einmal wieder zum Einsatz. Da habe ich ganz einfach einen Gusto drauf. Und somit. Ja, hier machen wir jetzt einmal den Kaffee fertig und dann werden wir eine Kleinigkeit plaudern, sage ich euch, warum so lange nichts von mir gekommen ist und überhaupt und außerdem und was weiter Geschichte und das redet sich wahrscheinlich beim Kaffee dann leichter. Also, bis gleich, der wird ja gleich fertig sein. Ja, der ist natürlich schon fertig. So, dann einmal wieder ein besonderer Gruß und diesmal nicht nur an die Krankensaison, an die, was ich immer als erstes denke, es sind auch diesmal in diesen ganzen Überschwemmungsopfer, das war wirklich ein Wahnsinn, sowas kann man sich einfach nicht vorstellen.
gigantisch, was man da im Fernsehen sieht, was da gegangen ist. Wenn man nicht selber betroffen ist, kann man sich das, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen. Natürlich auch an denen. Alles Gute, Freunde. Und die restlichen natürlich genauso. Prost. Ja, es ist schon länger nichts von mir gekommen. Das hat ein paar Gründe. Beim letzten Video habe ich also unten reingeschrieben, da mein PC eingegangen ist. Ja, ich habe ihn eigentlich wieder so weit, aber er funktioniert wieder, aber das ist alles viel zu langsam in der heutigen Zeit. Wenn man ein Video schneidet, der ist 10 Jahre alt, was so ist der. Den habe ich jetzt ersetzt durch einen neuen, der ist auch schon da und ich denke, ja, das Video wird damit schon geschnitten sein. Nein, nicht, sonst setzt es ja nicht sehen. Und ja, haben wir dann zusammenstehen lassen, der macht einen guten Eindruck. Der ist blitzschnell, da gibt es gar nichts mehr. Ja, da muss ich auch noch dazu sagen, es hat mir absolut nichts gefreut. Mich hat auch klar, ich hätte Videos tragen können ohne Ende. Kamera war ja okay, aber mir hat es einfach nicht gefreut. Ich habe keinen Bock gehabt. Die Hitze noch dazu, das war natürlich auch gigantisch. Du bist rausgegangen und warst gleich mal komplett erledigt. Und von daher war das einfach gemütlich daheim verbracht, im Garten, beim Pool. War auch recht eine schöne Zeit. Und heute haben wir mir wieder gedacht, ich schaue mal wieder runter zur Donau nach dem ganzen Hochwasser. Ich kann leider nicht schauen, was wir für einen Stand haben. Ich blende euch den dann vielleicht ein. Weil ich da keinen Empfang habe im Augenblick. Ja, weiß nicht, vielleicht ist ein Sendemasten da umgefallen. Keine Ahnung, ist halt so. Ja, wie ich am Anfang auch erwähnt habe, ich hätte da gar nicht zuhören dürfen, da ist eigentlich alles verboten gewesen, Zutritt verboten. Aber ich habe ja gewusst, daheim, das Wasser geht wieder zurück. Ich glaube, wir waren auf kurze 6 Meter herum und wir sind jetzt wieder auf unter 5, glaube ich. Aber wie gesagt, ich habe euch das eingeblendet. Ja, und auf alle Fälle, jetzt die Temperaturen sind wieder angenehmer. Dampfen tut es jetzt auch wieder, weil ich überall, ist klar, die ganze Feuchten muss jetzt einmal auftrickern. Ja, ich hoffe, es haben viele von euch, also hoffentlich keinen Schaden erlitten bei dem Ganzen. Er war wirklich gigantisch. Ich war selber ganz dezent betroffen, aber das war harmlos, da braucht man gar nicht drüber reden. Ich habe einen Zentimeter Wasser gehabt im Keller. Das habe ich in einer Stunde weg gehabt. Und das war eigentlich auch nur, weil von der Ortschaft die Haupt real verlegt worden. Ja, alles wieder im grünen Bereich. Brauche ich gar nicht drüber diskutieren. Das ist harmlos gegen andere. Ja, ich weiß auch noch nicht, wie es in Zukunft weitergeht. Muss ich wieder wohin schauen. Ich habe einiges vor, was ich noch machen möchte. Aber ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr so heiß wird, weil da gefällt es mir einfach nicht rausgehen. Das ist ein Horror. Dann schauen wir mal, wie gesagt, ein bisschen was hätte ich noch vor. Übernachtung ist im Augenblick sowieso zum Vergessen. Und sonst, ja, ich werde jetzt dann vielleicht noch meinen Kaffee austrinken. Nein, nicht nur vielleicht, den trinke ich sicher aus. Und dann schaue ich mit euch noch mal zur Donau, aber ich zeige euch da vielleicht noch ein bisschen was und dann gehe ich schon langsam mal wieder heim. So, alles zusammengepackt. Und jetzt schauen wir mal, wie wir bis zur Donau kommen. Ich kann es noch nicht sagen, schauen wir. Die Wege haben genug Spuren von den Viechern. Ja, und auf der anderen Seite wollte ich gar nicht wissen, wie viele Viecher verendet sind. Sicher auch genug. Die, was sie nicht mehr retten haben können. Schlimm. Ich bin in etwa in der Höhe von meinem ehemaligen Übernachtungsplatz, also da ist überall keine Chance zum Durchkommen. Überall steht das Wasser. Jetzt schaue ich dann ein Stück flussaufwärts und da geht es dann ein Stück runter. Ich glaube, da habe ich eine Chance, dass ich ein bisschen zur Donau zugekomme. Möchte ich nicht vorenthalten. Ja, es ist da gar nicht so einfach zum Gehen. Ich steige da eh schon im Gatsch.
Schauen wir mal. Ja, keine Chance, da komme ich nicht näher her. Da ist alles gatschig und rutschig. Es fängt so an zum Auftricken, aber es ist voller Gatsch da. Aber schaut euch das an. Da steht alles unter Wasser. Schaut euch die Boje an, wie die im Wasser tanzt. Ja, Freunde, ich werde jetzt sicher jetzt selber umdrehen. Ich schaue, dass ich da zurückkomme, ohne dass mir auf den Scheißer haut. Und ja, schauen wir zurück. Ja, Freunde, ich bin wieder am Rückweg. Jetzt ist nur das Problem da, der Treppelweg. Weiß ich, da haben wir dort vorne einen Höhenunterschied von 5-6 Meter. Das kann sein, dass da das Wasser steht und ich komme nicht durch. Und dann auch auf der Straße, da haben wir auch so eine Sutten drin. Die liegt da extrem tief, da weiß ich natürlich auch nicht, ob ein Wasser steht. Daher wäre ich den normalen Weg, was ich gekommen bin, wieder zurückgehe. Ja, wird mir jetzt nichts Neuartiges mehr sehen, aber das ist die sichere Variante. Also, gehen wir da wieder zurück, wo ich gekommen bin. Ja, ich bin jetzt am Weg retour. Da ist dieser Übergang wieder, wie man sehen kann. Wasserstand bis da rauf. Das heißt, der ganze Weg war unter Wasser. Das sind also quasi mindestens schon 2 Meter da zurückgegangen, so wie es ausschaut. Die Groden, die hört man, das ist ein Paradies für einen. Aber es sind alle Seerosen auf Futsch. Gut, die werden unter Wasser sein, schätze ich. Ja. Ist so. Jo, Freunde. Ich sitze in meinem Auto rein. Lass gerade ein bisschen durchziehen. Und beim Rückweg haben wir uns überlegt, klar, jeder hilft da gern mit bei diesen Flutopfern. Und ich werde mich da auch ein bisschen beteiligen. Und zwar, ich werde seit Jänner bis Ende Juli meine Einnahmen von YouTube und auch was ich mit Amazon Links gemacht habe, werde ich spenden. Ich weiß, das ist zwar nur ein Sandkernel am großen Sandstrand, aber besser wie gar nichts, würde ich sagen. Wenn aber da noch viele so kleine Sandkörner mitmachen, bringen wir vielleicht auch einen kleinen Strand zusammen. Gut, ich für meinen Teil werde es so machen. Ich sage auf alle Fälle danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Mauern und pfiat euch die Buben.